Willkommen zurück zu ARK. Ich mache heute ein kleines Primitive Special. Und zwar werde ich unsere Werkstatt in ein Brick-Gebäude umwandeln. Wenn das denn einwandfrei funktioniert, ansonsten wird das ein etwas teures Unterfangen, da man ja dann, also wenn hier die Fundamente nicht einfach ersetzt werden können, müsste man das alles hier abreißen und nochmal neu bauen. Wäre ich jetzt direkt nicht bereit für. Aber wir werden sehen. Außerdem zeige ich euch den Zementmischer und auch den frischen Zement, den man damit herstellen kann. Und den Schleifstein, Grindstone heißt der. Den würde ich wahrscheinlich hier so vor die Werkstatt bauen, je nachdem, wie die Werkstatt eben umzusetzen ist. Also das Upgrade sozusagen. Dazu muss ich erstmal nachsehen, wie man denn das überhaupt baut. Brick benötigt Brick, Holz, Stroh und Zement. Glücklicherweise haben wir jede Menge Brick, da ich schon in vorherigen Videos fleißig Fresh Clay produziert habe, den man dann im Schmelzofen zu Brick, ja, brennen kann. Dementsprechend Brick ist kein Problem. Wir sollten aber vielleicht jetzt nicht direkt mit einer Wand anfangen, sondern hier mit so einer schrägen Wand, sondern erstmal mit einer normalen Wand. Und siehe da, Fresh Zement. Deshalb erstmal den Zementmischer. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon gelernt habe. Wundert euch nicht, dass ich 152 Engrampunkte habe. Ich habe die letzten Tage über fleißig gesammelt. Nichts gebaut, nichts gelernt, einfach nur gesammelt. Da ich extra ein bisschen warten wollte für dieses Video. Und ich finde gerade den Zementmischer nicht. Hier. Ah, den habe ich doch schon gelernt. Sehr gut. Und frischen Zement habe ich auch schon gelernt. So, ich glaube aber, dass man das beides hier im Construction Table baut. Ach, das war das Problem. Ich erinnere mich. Stahl und Eisen. Hier ist natürlich alles leer. Für Stahl und Eisen brauchte man Carbon und Iron. Und Carbon gibt es eben nur auf der Skull Island. Auf der Skull Island. Und dementsprechend war das noch ein kleines Sammelunterfangen, weil ich es noch nicht gebaut habe. So, Stahl ist nun versorgt. Eisen benötigen wir 10 Stück insgesamt. Waren hier noch welche drin? Nein. Kein Eisen. Hier sind 6. Ich habe das Gefühl, wir müssen mal wieder Eisen sammeln. Leider kann ich hier nicht sehen, wie viele denn drin sind. Ah, nur die 6. Ha, hier war wirklich nichts weiter. Nee, aber ich kann hier das hier noch im Schmelzofen brennen. Also schmelzen. Brauchen wir natürlich ein bisschen Firewood. Ohne Feuerholz klappt das schlecht. So. Keine Sorge, wir haben auch noch Eisen. Moment. Hier oben an einer Klippe ist eine kleine Holzkiste voll mit Eisen, weil ja hier oben die ganzen Eisenfelsen sind. Und gelegentlich geht dann einer hoch, öffnet die Truhe und wirft dann hier ein kleines Päckchen alles runter. Das ist dann soweit schon mal kein Problem. Gabriel ist auch online, aber keine Sorge, ihr könnt ihn nicht hören. Er kann euch auch nicht hören. Hahaha. Wir spielen gerade einfach nur parallel. So. 3 Stück bräuchte ich noch. Da reichen die 6, 16 Barren. Barren. 16 Klumpen. Oh, natürlich locker aus. Das dauert jetzt aber einen Moment. Und mit dem Zementmischer kann man dann halt frisches Zement herstellen. Ich überlege schon, wo ich den hin platziere. So ein Zementmischer fände ich in der Werkstatt ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte mir aber vorstellen, den Schleifstein hier hinzubauen
und den Zementmischer dann hier hin. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte mal kurz nachsehen, ob ich den Schleifstein denn schon gelernt habe. Ah, hier, Grindstone. Habe ich noch nicht gelernt. Ändern wir das. Dann kann ich mir nämlich ansehen, was man braucht, um ihn herzustellen. Und ob ich ihn überhaupt bauen kann oder ob ich schon wieder zu viel versprochen habe. Stein und Holz. Alles klar. Dann wollen wir doch mal Stein und Holz holen. Ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wie viel Holz und wie viel Stein. Ha, ich bin überladen. Kann ich noch laufen? Ja. Das schaffen wir. Es ist einfach zu leicht, sich die Zahlen zu merken. Und dann schleppt man eigentlich auch nicht so viel Holz und so viel Stein quer durch die Gegend. Aber das ist ja langweilig. Oh, auf einmal kann ich so viele Dinge bauen. Ist ja schön. Ich will aber eigentlich nur den Schleifstein bauen. Einmal. Ich weiß noch gar nicht, was da auf mich zukommt. Aber deswegen mache ich das alles hier, ja. Um das mit euch zusammen zu entdecken. Okay, ich weiß schon mal nicht, wie rum man den am besten platziert. Also es ist klar, wie er funktioniert. Das ist ja keine Frage. Man dreht hier mit der Kurbel den Stein, hält sein Messer, Schwert, was auch immer, an den Rand davon, also von dem Stein, und damit schleift es hier die Schneide von dem Messer allmählich scharf. Hier so hin? Die Frage ist auch, möchte ich ihn jetzt schon platzieren, wenn ich dann mit dem Brick herum experimentiere? Lieber noch nicht. Warten wir lieber mal ein bisschen. Sehr schön, Feuer löschen. 8 Stück haben wir. Das heißt, Zementmischer ist herstellbar. Vom Zementmischer und dem Konzept von einem Zementmischer her würde ich den halt eher draußen hinstellen. Ich finde, der hat nicht wirklich was im Haus verloren. So. Okay. Okay. Würde ich so ein bisschen schräg. So. Ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, dass es im Haus ist. Sollte aber eigentlich nicht, ne? Rein optisch, oder? Angst. Nein, geht alles. Finde ich auch schön. Den Zementmischer. Was erwartet mich da jetzt? Fresh Zement. Frischer Zement. Benötigt 7 Zement. Haha. Und 2 Limestone. Hahaha. Zement ist kein Problem. Das ist bekannt. Denn wir haben ja Biber. Und Biber produzieren in ihren Dämmen jederzeit fleißig Zement. Früher war bei Ark Zement eher eine Seltenheit, beziehungsweise ein Gut, das man mühsam sammeln musste. Inzwischen, seit der Einführung der Biber, ist das kein Problem mehr. So, ich werde mich dann mit meiner Obsidian-Axt, also meiner Obsidian-Axt, auf den Weg machen. Und ein bisschen Limestone sammeln, denn Limestone läuft weiterhin ab. Das heißt, er hält sich nicht länger als ein paar Stunden und dann wird. Huch! Okay. Und dann wird der Limestone sozusagen alt, was man leider nicht erkennen kann. Aber man kann ihn eben nicht mehr verwenden. Also er wird nicht mehr erkannt von keinem. Der. Was? Warum keine? Ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass hier Metallsteine sind. Okay, kann sein, dass Gabriel die gerade abgebaut hat. Ein Nachteil davon, dass wir gerade nicht kommunizieren und parallel spielen. Aber das ist nicht weiter tragisch. Es gibt auch noch andere Wege, um an Limestone zu kommen.
Also, naja, der Weg ist nicht unbedingt ein anderer, denn man muss so oder so zu Metallsteinen, Metallfelsen. Da schnappe ich mir dann einfach meinen Ryota und verbacke mich. Oh Gott, sowas ist gefährlich. Weiß das Spiel nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir parken hier jetzt vorsichtig aus. Und dann eilen wir in Richtung. Ich kann ja mal nachschauen, ob wir Limestone überhaupt da haben. Vielleicht hat Gabriel ein bisschen Limestone gesammelt, bevor ich hier durch die Gegend renne. Weil wir müssten dann hier oben hin, um da ordentlich Limestone zu kriegen. Vielleicht haben wir ja welchen. Nein, haben wir nicht. Es hätte ja auch zu einfach sein können. Die 90 Bricks entferne ich mal aus meinem Inventar. Habe ich jetzt nur schnell da reingeworfen, aber die nehme ich nachher gleich wieder mit. So. Das gehört eben alles mit dazu, wenn man neue Ressourcen ausprobiert. Oh! Was ist ein Onyx? Moment. Ihr seht, ich habe ihn auch darüber informiert, dass ich aufnehme, damit er sich nicht wundert. Denn eigentlich ist dann mein. Na, wie heißt das? Hier, der Chat. Das Chatfenster ist dann ausgeblendet. Also, wenn ich alleine aufnehmen möchte. In Ruhe sozusagen. Oh! Er war auf der Skull Island und wurde von einer Fledermaus umgebracht. Das sind dann wahrscheinlich die neu eingeführten Dinos. Die habe ich selber auch noch überhaupt gar nicht gesehen. In der Hinsicht hänge ich ein bisschen hinten dran. Das ist zum Großteil auch einfach Scorched Earth zu verschulden. Denn dadurch komme ich einfach nicht dazu, was anderes aufzunehmen und zu spielen. Ich spiele in letzter Zeit sehr viel Scorched Earth, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt. Aber das liegt zum Teil auch einfach daran, dass es hier grafisch. Warum bekomme ich jetzt nichts mehr aus diesem Felsen? Dass es hier grafisch ein bisschen schwierig geworden ist. Und dadurch einfach nicht mehr so viel Spaß macht. Und bei Scorched Earth gibt es für mich ja auch noch jede Menge neue Dinos zu entdecken. Macht mich nervös, dass mein Dino die ganze Zeit schreit. Ich hatte das ja schon mal, dass ich einfach mein Werkzeug benutzt habe und währenddessen die ganze Zeit aus Versehen meinen Dino getroffen habe. Also er aber nicht in meinem Sichtfeld war. Und er hat einfach nur geschrien und ich dachte mir nichts dabei. Und dann kam plötzlich die Meldung: Du hast deinen Dino umgebracht. Was? Nein. Okay, ich glaube, Gabriel versucht es weiterhin in der Schädelinsel, also der Skull Island. Ich sage absichtlich in, denn man ist ja die ganze Zeit an sich im Schädel und weniger auf der Insel. So, ich hätte mir vielleicht unten noch was zu essen und zu trinken einpacken sollen. Aber das wäre ja, naja, vorausschauend. Also völlig atypisch für mich. Nein, ehrlich gesagt nehme ich das normalerweise immer mit. Eben damit man hier mehr ernten kann. Ich weiß auch nicht, wie viel frischen Zement ich letzten Endes brauche. Also wie viele Limestones ich sammeln sollte. Ich werde jetzt noch diesen Felsen mitnehmen. Und dann geht es auch wieder zurück. Alles andere. Huch. Ich habe nicht ein einziges. Da ist nichts rausgekommen. Ich habe nur dagegen gehauen. Manchmal verstehe ich das nicht so ganz. Also die Obsidian-Axt ist ja eh noch ein bisschen verbuggt, denn eigentlich sollte sie mehr Ressourcen geben bei Bäumen zum Beispiel. Mehr Ressourcen als die Metall-Pickaxe, aber das tut sie nicht. Ich glaube, auch hier sollte eigentlich mehr rauskommen als die paar Limestones.
die ich hier mit Mühe abschlage. Aber vielleicht kommt das ja noch. Aktuell ist die Bugliste bei Primitive ohnehin seitenlang. So, dieser Fels ist jetzt ein bisschen ergiebiger gewesen. Dann reiten wir mal fix zurück. Ihr habt ja gesehen, so weit ist der Weg gar nicht. Und mein Para ist eigentlich auch ganz schnell unterwegs. Also akzeptabel. Ich habe heute wieder Deutschschwierigkeiten. Ihr kennt mich. Manchmal ist das so. Es ist auch schon, naja, nicht wirklich spät. Ich kann es nicht mal auf die Uhrzeit schieben. So, ich möchte immer möglichst früh runter, damit ich nicht zu weit außen rumlaufe. Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht hier mein Leben riskieren. Beziehungsweise das Leben meines kleinen Paras. So. Dann wollen wir mal. Dem frischen Zement sollte jetzt eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Und dann sollte das mit dem Brick-Gebäude auch klappen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was für eine Foundation ich nehmen soll für Brick. Denn es gibt keine Brick-Foundation, was auch irgendwie sinnvoll ist. Und ich weiß noch nicht, ob man da lieber eine Holz-Foundation macht oder eine Lehm-Foundation. Bin mir nicht sicher. Oh, jetzt habe ich aus Versehen die Bricks rein und nicht den Zement. Hier nicht den Limestone. So, ich kann 165 herstellen. Ehrlich gesagt würde ich das auch direkt, denn Limestone verdirbt und dann habe ich gar nichts mehr davon. Auch wenn ich vielleicht nicht so viel brauche. Ich schaue einfach mal, wenn jetzt das erste fertig ist, ob frischer Zement abläuft. Ansonsten würde ich dann hier sofort das wieder beenden. Denn es macht ja keinen Sinn. Ja, das läuft ab. Schwupps. Und schon kann es nicht mehr produzieren. Macht natürlich Sinn, dass frischer Zement abläuft. Also das war jetzt keine Kritik oder so. Aber dann lohnt es sich halt nicht, 165 Stück davon herzustellen. So. Jetzt kann ich die Brickwand herstellen. Ich mache auch gleich mal zwei Stück. Denn letzten Endes möchte ich davon ja mehrere haben. So. Das erste, was mir auffällt, sie ist links hier an der Kante so ein bisschen überlappend. Aber sollte vielleicht gar nicht kein Problem sein. Ich möchte es jetzt erstmal an einer Seite ausprobieren, wo wir kein Fenster haben. Tada! So sieht eine Brickwand aus. Ich finde das sehr, sehr geil. Ich kann es mir ehrlich gesagt sehr schön vorstellen, darüber Lumber zu bauen. So in einer Kombination praktisch. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Wir haben eine Lehm-Foundation einmal ausprobiert, hier hinten. Beim Hühnerstall. Huch, ich wurde etwas zurückgesetzt. Ist an sich auch ganz nett, finde ich, das Lehmfundament. Zusammen mit dem Brick kann ich mir das auch richtig gut vorstellen. Möchte ich direkt ausprobieren. Die Frage ist jetzt nur, habe ich diese Adobe Foundation gelernt? Sieht nicht danach aus. Doch hier. Nein, das ist eine Steindecke. Das hier. Ein Lehmfundament. 45 Lehm wird benötigt. Ja, ihr dürft raten, was haben wir nicht? Lehm. Aber macht ja nichts. Wir brauchen Limestone dafür. Gut, dass ich nicht so viel Limestone hierfür benutzt habe. Das wird jetzt, glaube ich, wirklich anstrengend, dieses Brick-Gebäude zu bauen. Kann sein, dass ich euch das nicht komplett zeige. Dass ich jetzt nur mal anfange. Ich möchte die 7 hier noch retten. Da
deshalb habe ich die schnell hier raus. Ja, ich bin überladen. Ich weiß, ich möchte eine Lehmfoundation herstellen. Eine einzige kann ich herstellen. Okay. Ich glaube, ich baue eine Ecke. So wie ich sie mir vorstelle. Und den Rest werde ich dann beenden, ohne dass ihr zuseht. Weil ich muss definitiv häufiger noch sammeln gehen. Das hat dann nicht so viel Sinn. Bisschen schade, dass es hier nicht so perfekt passt. Aber ansonsten, vielleicht sieht es mit Lamba auch gar nicht so schlecht aus. Muss man alles ausprobieren. Werden wir ausprobieren. Werde ich euch auch zeigen. Kommt alles. So, hier brauche ich ebenfalls noch Bricks. Das heißt, ich gehe jetzt einmal rein an den Schrank und baue fleißig. Indem ich mich hier mit Bricks zuschütte. Ich möchte einmal ein Fenster bauen. Der Türrahmen benötigt Woodplanks. Okay. Ich kann natürlich immer noch nicht laufen, das ist klar, weil ein bisschen zu viele Bricks dabei. Moment, ich möchte das hier gerne hier haben. Ah, ich kann immer noch nicht laufen. Verdammt. Jetzt aber. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck mit diesen ganzen Gegenständen, die ich dabei habe. Also mit den Ressourcen, die in ein paar Minuten ablaufen. Das ist weniger entspannend, muss ich sagen. Huch. Jetzt hier durchlaufen. Gefällt mir. Muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Dann noch mehr Brick. Kann ich laufen? Nein. Wie viele Bricks brauche ich denn? 30. Okay. Das heißt, so viele brauche ich gar nicht. Das war jetzt ein bisschen zeitverzögert. Okay, dann hole ich mir noch ein paar Woodplanks in der Hoffnung, dass wir welche haben. Was Ressourcen betrifft, sind wir nicht so top aufgestellt. War aber bisher auch nicht so schlimm. Hat der jetzt überhaupt Woodplanks verbraucht? 5 Stück? Kann sein. So. Da möchte ich mal noch sehen, wie das hier aussieht. Gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Also wirklich richtig gut. Die Wand brauchte den Zement und normale Wand. Den Zement und Brick, okay. Ich finde es sehr logisch, dass die Wände jeweils Brick und Zement benötigen, weil, naja, daraus besteht so eine Wand nun mal. Aber trotzdem muss ich immer wieder nachschauen, weil ich es mir doch irgendwie nicht merke. Warum auch immer. Okay, man braucht wirklich jede Menge Brick. Um Brick herzustellen, braucht man eben diesen Lehm. Um Lehm herzustellen, braucht man Limestone. Also das wird ein aufwendigeres Unterfangen, was man hier, was ich hier anstrebe. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele Brick-Sachen gelernt hier. Ich würde hier hinten halt auch direkt einmal Brick reinsetzen. Und hier auch. War doch kein Fenster, ne. Stimmt, weil dahinter das Woodshed ist. Deshalb ist da kein Fenster. So. Warum war jetzt hier nochmal Holz extra? Also dieses 48 Holz. Wo kamen die gerade her? Ich möchte gleich mal was testen. Ob ich einfach so Holz dazu bekommen habe gerade. Verwirrt mich nämlich. So. Ich bin immer noch sehr, sehr überladen. Aber von dem, wie es aktuell aussieht, gefällt es mir sehr gut. So. Schleppen wir uns mal in Richtung Schrank. Ich weiß, ich brauche eigentlich... Oh,
Die Bricks reichen schon fast nicht mehr. Ich brauche eigentlich jetzt eine Fensterwand, aber ich möchte einmal testen. Wir schauen uns das an. Ich habe hier 8 Holz. Ach, durch das. Ah, natürlich, durch das Bauen, deshalb. Ah, selber. Ich habe gerade nicht geschaltet. Ich reiße ja jedes Mal, wenn ich die Wand hinbaue, eine Wand ab, eine Holzwand. Und deswegen bekomme ich natürlich immer mehr Holz. Und bin deshalb auch immer mehr überladen. Das macht Sinn. Hat nur gerade für mich irgendwie keinen Sinn gemacht. Dann werde ich das Holz hier direkt mal los. Damit man hier ein bisschen mehr Platz hat. So. Du bist noch kein Brick. Und ich möchte gerne hier noch zweistöckig machen. So. Sehr schön. Dann einmal Brick loswerden. Und euch zeigen, wie es aussieht. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig über die Foundation. Ich werde Gabriel mal eine Lumber Foundation bauen lassen, euch das zeigen, wie das aussieht. Und vielleicht bleibt es auch bei Holz, ich weiß es noch nicht. Ich werde euch natürlich auch zeigen, wie diese Schrägen hier jeweils aussehen. Und wir hatten auch überlegt, eine Lehmdecke zu benutzen dafür. Aber, oder eine Steindecke eben. Aber hier gibt es ja keine geraden Decken. Deshalb fällt das schon mal weg. Aber mit Lumberdecken kann ich mir das halt auch sehr, sehr gut vorstellen. Hier kann theoretisch auch eine Lumberwand rein. Das sieht dann auch sehr cool aus. Also, die Hütte hier wird noch richtig schick. Da könnt ihr euch auf einiges freuen. So, und jetzt genug gequatscht. Ich möchte noch den Grindstone platzieren. So schräg macht das natürlich überhaupt keinen Sinn, finde ich. Aber so finde ich es eigentlich recht schön. So. Ha, sie sieht auch sehr schön aus. Es ist ein Schleifstein, ist ein runder Stein zum Schärfen und wird eben zum Schleifen oder zum Schärfen von verschiedenen Werkzeugen genutzt. Zum Beispiel eine Obsidian Pickaxe schon mal nicht. Eine Metallaxt auch nicht. Welche Objekte kann ich denn da reinlegen dann? Ich weiß, Fackel wäre völliger Quatsch, aber man weiß es ja nicht. Ich möchte einmal testen, ob ich eine Steinaxt reinlegen kann. Die haben wir, glaube ich, unter Ausrüstung. Oder unter Waffen. Unter Waffen. Ich möchte ich einmal testen, ob das denn geht. Ansonsten ist er mehr Deko als wirklich nützlich. Was jetzt nicht so schlimm ist, er hat ja nicht viele Ressourcen gekostet. Nee. Ich bin anscheinend nicht in der Lage, da großartig was zu machen. Kann sein, dass es daran liegt, dass ich eben, obwohl, naja, sowas wie die Metallaxt habe ich ja auch gelernt zu bauen. Und hier werden die Metallgegenstände hergestellt. Und hier werden sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise geschleift. Ich weiß nicht, wie das Ganze aussieht am Schluss. Also, naja, es sieht so aus, aber ich weiß halt nicht, was es effektiv bringt. Außer, dass ich nichts reinlegen kann von allen Werkzeugen, die ich habe. Weder die Primitive Plus Sachen, wie jetzt die Obsidian Pickaxe, noch die Metallsachen oder Steinsachen. Weiß ich noch nicht so ganz. Naja, ich werde jetzt noch ein bisschen an dem Brick-Gebäude bauen und euch dann wahrscheinlich noch in diesem Video, also jetzt gleich, ein Update zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist, beziehungsweise für welche Foundation wir uns letztlich entschieden haben. Dann sehen wir uns hier gleich. Die Werkstatt ist soweit fertig. Wir haben uns für ein schräges Steindach entschieden und die Zement-Foundation. Die ist neu für Primitive.
Das Steindach ist das normale Steindach aus Ark. Und die Zement Foundation ist eben primitive spezifisch. Ihr seht hier jetzt nicht mehr so viel. Deshalb habe ich auch schon eine Fackel gelernt, damit ich euch das vielleicht ein bisschen besser zeigen kann. Denn das Ganze war doch am Ende deutlich aufwendiger als gedacht. Denn das Steindach hat zusammen mit der Brickwand nicht immer richtig eingeklinkt, also ist nicht richtig eingerastet. Es gibt das übliche Türproblem. Also inzwischen... Oh! Das ist Vorführeffekt? Moment. Ja, so kenne ich das nämlich. Ihr merkt es vielleicht nicht, aber ich laufe die ganze Zeit weiter geradeaus. Man muss sich bücken, durchgehen und dann kann er mal wieder aufstehen. Interessant. Also rein geht's manchmal, wenn man so ein bisschen schräg schaut. Raus geht manchmal auch, wenn man so schräg schaut und mit ein bisschen mehr Anlauf durchgeht. Aber dass ich jetzt gerade mit der Fackel so einwandfrei funktioniert hat. Ah, jetzt funktioniert es nicht. Okay, ich dachte schon, das ist irgendwie der Trick. Man muss einfach eine Fackel in der Hand haben. Ja, so sieht das Ganze von innen aus. Ihr seht, die Steindecken passen nicht perfekt zusammen von den Balken her. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist die Zement-Foundation von innen. Man hätte sicherlich auch eine normale Stein-Foundation machen können, also ein normales Steinfundament. Aber ich muss sagen, ich fand das mit dem Zement halt besser, weil Zement eben was Neues ist, was ich euch jetzt noch zusätzlich habe zeigen können. Insgesamt finde ich es ganz gut. Wir haben es getestet mit Lumber als Dach. Das sah zwar auch schön aus, aber Stein hat dann doch irgendwie mehr überzeugt. Ich weiß nicht. Irgendwie war es einfach cooler. Ich hätte gerne ein Zementdach gemacht, aber die sind ja alle nur als Flachdach erlernbar. Deshalb ging das nicht. Ja, neben den Problemen halt mit dem Einrasten war das auch noch gar nicht so einfach. Die ganzen... Oh, das sieht hier auch nicht richtig eingerastet aus. Die Wand, die Ecke. Das könnte Probleme geben, dass man innen drin nämlich kein Haussymbol bekommt und es nicht als Haus erkannt wird. Tatsächlich. Es ist kein Haus. Verdammt. Ich muss mal nachschauen, ob ich das noch behebe. Man hat ziemlich viele Ressourcen, die da drin stecken. An sich ist es nicht ganz so dramatisch, aber man sieht es auch hier, dass es irgendwie passt es nicht ganz. Die Spitze vom Dach mit dem Spalt von den zwei Wänden, die hier sind, das passt nicht so richtig zusammen. Ich habe mein Bestes versucht. Es hat nicht so richtig geklappt anscheinend. Ich nehme auch an, dass es einfach ein bisschen schwierig ist mit Zement-Foundation, Brick-Wänden und Steindach. Das sind halt doch drei verschiedene Elemente, die da zusammenkommen. Und es regnet halt auch rein, aber nur um euch das mal zu zeigen. Das hat nichts damit zu tun, dass das kein Häuschen wäre, denn hier regnet es ebenfalls rein. Und hier kriege ich aktuell auch kein Haussymbol mehr, wie ich gerade feststelle. Interessant. Denn eigentlich... Gehst du bitte zu? Ist das natürlich definitiv ein Haus. Ah, da habe ich das Haussymbol. Hatte ich das vorhin auch schon? War ich einfach nur blind? Möchte ich jetzt nochmal kurz testen. Wahrscheinlich habt ihr es vorhin schon gesehen, falls es da war. Und ich habe einfach... Ja, tatsächlich. Okay, ich war vorhin einfach nur blind, aber... jetzt auch wieder weggegangen. Jetzt ist es wieder da. Jetzt ist es wieder weg. Ja, okay, es ist nicht so richtig als Haus anerkannt. Aber es macht nichts. Ich find's schick. Und ja, das ist unsere neue Werkstatt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich möchte etwas Carbon auf der Schädelinsel sammeln. Und ja, ihr seht das Problem. Ich bin hier schon jetzt ein bisschen rumgefahren und habe versucht, einen Weg reinzufinden. Haben wir ja schon mal geschafft. Ich finde aber gerade nicht mehr die Anlegestelle dafür. Da suche ich gerade noch.
Denn so einfach ist das nicht. Und man sieht den Felsen ja nicht an, ob man auf ihn stehen kann oder ob man durchfällt. Und ich habe echt keine Lust, durch den Felsen durchzufallen und dann irgendwie drin zu stecken oder unter der Insel festzuhängen oder wie auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, da verloren zu gehen. Und ich habe ja auch die Obsidian Pickaxe dabei, damit ich eben Carbon sammeln kann. Und ja. Und Carbon brauche ich eben für Stahl. Also damit ich Stahlbarren schmelzen kann. Das sieht auch nicht so stabil aus. Ich glaube, ich komme hier nicht mal hoch, oder? Nee, nicht so richtig. Okay. Ja gut, es sieht auch offensichtlich so aus, als würde man da nicht hochspringen können. Aber man weiß es halt eben nicht, wie die Abfrage ist. Man muss es einfach ausprobieren. Sollst das Boot fahren und nicht runter durchschwimmen. So, jetzt. Okay, eine andere Stelle. Da vorne sieht es doch abgeflachter aus. Probiere ich da mal. Also theoretisch, für mich optisch sieht es so aus, als könnte ich jetzt problemlos in den Mund reinlaufen. Hoch komme ich schon mal. Das heißt, jetzt kommt die gefährliche Partie, denn hier kann man jederzeit versinken. Und dann hängt man irgendwo fest, eventuell, wenn es doof läuft. Wenn die Abfragen ungünstig sind. Ja, naja gut, hier hoch komme ich nicht. Es ist auch zu schräg, das sieht man auch, dass das nicht so wirklich klappt. Vielleicht mit ein bisschen Anlauf? Nee. Ich hänge ja mehr so an der Kante fest, als wirklich an dem Schrägen. Aber es ist, glaube ich, nicht. Okay, dafür gedacht. Wenn ich da jetzt richtig drauf stehen könnte, wäre ich auch hochgekommen. Aber so. Auch mit Schmackes klappt es nicht. Ihh. Man kann einfach überhaupt nicht abschätzen, wo man gut hochkommt. Das ist so toll. Okay. Ich verstecke mich. Bestes Versteck. Einfach in der Höhe, in der Insel. Und unter mir ist Wasser. Da will ich hin. Oh Gott. Okay, da gehe ich lieber nicht lang. Also es ist wirklich nicht so schön. Wenn ich mich jetzt hier so weiter entlang taste. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Yay! Ich hab's geschafft. Ich bin durch die verbackten Felsen gekommen. Yippie!